Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ, der Mod für Arma 2, in dem es darum geht zu überleben und nicht von Zombies getötet zu werden. Und wir befinden uns hier auf der Map Charna irgendwas, was weiß ich, und wir befinden uns hier kurz vor der zweiten großen Stadt oder größten Stadt, ich bin mir nicht sicher, was es jetzt für eine ist. Hallo, wieso rennt er jetzt nicht mehr? Tscherno, ja genau, ich war kurz abgelenkt. Ja, und wir gehen erstmal hier in das Bauernhaus, weil ich habe hier auf meinem zweiten Bildschirm die Karte. So, jetzt rennt er dort automatisch die Karte und hier soll auch schon ziemlich gutes Zeug sein. Also jetzt kein militärisches Loot, also keine super tollen Waffen, aber hier drin kann es auch Zombies geben. Okay, aber nicht hier. Ich weiß nicht, ob es hinter den Heuballen auch noch was zu holen gibt. Wir gehen einfach mal hier hoch und was gibt es noch zu sagen hierzu? Ja, ich spiele den Mod auf der Version 1.7.2. Hier liegt nur Müll rum. 1.7.2.5, also der allerneueste Version, die am 10.8. rausgekommen ist. Okay, hier hinter liegt schon mal nichts. Und habe es mir gestern gekauft. Hatte damit ein paar Probleme zum Installieren, bis ich jetzt heute das Spiel nochmal ganz neu runtergeladen habe. Und es jetzt total gut läuft. So. Nicht hier irgendwas? Nee, aber da ist ein Benzinkanister, den brauche ich jetzt aber nicht, weil ich kein Auto habe oder so, in dem ich das Benzin, in das ich das Benzin einfüllen könnte. Ah, hier liegt noch Munition für irgendeine Waffe herum. Diese Waffe benutzen wir aber nicht. Und da sah aus wie Shotgun-Munition und eine Shotgun, naja. Egal, eigentlich nehme ich ja generell immer alle Munition mit, die ich finde, solange ich noch keine Waffe habe. Weil, wenn ich dann mal eine Waffe finde, ist ja nichts. Weil, falls ich eine Waffe finde, oder bin ich schon wieder beim gleichen? Bin schon wieder beim gleichen, hoch, ich Idiot. Ja. falls ich mal eine Waffe finde, dass ich dafür auch schon Munition habe, weil dann ist die Chance relativ hoch. So, hier haben wir Holz. Das brauche ich aber nicht, weil, wenn ich eine Axt finde, kann ich selber Brennholz machen. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Wasserflasche. Und blaues Chemlight. Das Chemlight brauchen wir aber nicht, weil es hier Tag ist. So, sieht aus wie Painkillers. Gear, was haben wir denn hier? Makarov. Ein Heatpack. So, und Painkillers, genau. Ja, wir begeben uns jetzt dann nach Tscherno und versuchen so lange wie möglich überleben. Und ich, Idiot, habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. So. Das ist die falsche Seite. Ich gehe jetzt hier mal raus, weil ich... Ist da auf der anderen Seite auch noch was? Eine Baracke oder so? Da gehen wir auch mal hin. Oh, da ist aber ein Zombie. Hier versuchen wir mal zu umlaufen. Oder sind sogar zwei. Weil wir nämlich keine Waffe haben, kann man da auch rein. Sind die Türen jetzt offen oder zu? Ich sehe es gar nicht. Da ist auf jeden Fall noch ein Zombie. Nein, die Türen sind zu. Oh Gott, ich habe einen Zombie angelockt. Egal. Lauf einfach und jetzt gehen wir hier rüber. Naja, oder auch nicht. Okay, hab grad gedacht, den Zombie haben wir abgeschüttelt, aber nein. Wäre schön gewesen. Wir haben jetzt auch nichts, um uns zu verteidigen. Das heißt, wenn wir Glück haben, finden wir hier was. Was ist denn du, ein Huhn? Ach so. Gut. Oh, oh, oh. Eine Axt, eine Axt, eine Axt. Nimm die Axt, nimm die verdammte Axt. Oh fuck, da ist ein Zombie. Hallo, take hatchet. Zombie kommt, der Zombie kommt. Nimm die Axt doch schneller. Oh, verdammt. Ich bin eingekesselt. Ah!
So, Remove von From Two Belt. So. Stimmt's hier bei der Axt, aber sobald man die gefunden hat, muss man noch nachladen. Ja. Ich weiß nicht wieso. Ich frage mich nur, wieso man es machen muss. Ist ja ein bisschen sinnlos. Aber egal, wir laufen jetzt hier ein bisschen am Bahnübergang entlang. Weil da hinten nämlich schon ein Grafikbug auf uns wartet. Genau deswegen. Nein, weil da hinten nämlich eine Baustelle ist und mehr Industriezeug. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo das Rathaus ist. Ich weiß nur, dass ich jetzt mal renne. Bäh, durchs Wasser. So, warte, wenn ich in Cerno ankomme, dann sollte ich der Hauptstraße lang, an der Hauptstraße lang laufen, weiß ich jetzt, weil da laut Map ein Bus sein, ich habe einen Zombie gehört, ein Bus sein könnte oder ein Motorrad, und da ist eine Tankstelle und schon ganz viel Zeug. Vielleicht wäre es sowieso sinnvoll, uns erstmal in die Häuser zu begeben, um ein bisschen Essen zu finden. Eine Wasserflasche haben wir ja. Das heißt, die können wir auffüllen. Das war so eine kleine Vorstadt. Wir sind auf so einem komischen Weg. Oh, verdammt. Wieso haben die Zombies mich denn hier gesehen? da unten sehe ich schon wieder Zombies. Oh, da ist ein Brunnen. Bei dem Brunnen kann ich meine Wasserflasche auffüllen. Ich frage jetzt aber die Tankstelle. Die Tankstelle, ja. What the fuck, da war der Zombie. Nur noch einer. Ich tue jetzt aber noch nicht gegen den kämpfen, weil ich dann meistens ein paar Mal nicht treffe und dann ein paar Mal live verliere. Vielleicht kann man hier irgendwie abhängen. So, ins Haus rein, die Treppe hoch kann man nicht, das weiß ich. Aber wir können es hier hintersetzen. Ganz halt in die Ecke. Kommt er nicht? Ich weiß, ich nehme jetzt hier mal das Zeug. Was haben wir denn hier? Makarov. Oh. Soda. Ich höre den Zombie. Ah, da ist er. Und er dreht um. Genau. Hier habe ich hinter so einer Tür habe ich mich schon mal vor Zombies versteckt. So, dann kann ich hier nochmal gucken. Hinter dem Kühlschrank liegt... Ah ja, genau. Ich wollte gerade sagen, hier liegt auch öfters mal was. Wir nehmen einfach mal die Bohnen mit. Hier ist ein Brecheisen. Das ist hier M1911 Magazin. Oh, eine Uhr. Eine Uhr ist nicht schlecht. Ja, nimm die Uhr. Dankeschön. Ja, MT Soda Can brauche ich nicht. Oh. Take Backpack. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Jetzt können wir open und das gucken, was ich hier verzeugt drin habe. Ah, ich hatte ja gar nichts drin. Okay. Gut, hier kann man nicht raus. Da ist der Zombie. Habe ich auch schon fast da. Ah, nein, ich habe nicht die Orientierung verloren. So, da ist ein gutes Backsteinhaus. Da kann ich nicht rein. Gut. Ja. Ist da hinten schon die Feuerwache? Nee. Oder? Nein. Noch nicht. Wäre auch noch ein bisschen früh gewesen da, oder? Nein. Eigentlich könnte ich da auch hingehen. Das wäre sogar gar nicht schlecht, weil ich da. Weil die Feuerwache zählt hier im Spiel als militärischer Stützpunkt. Ich weiß zwar nicht, wieso das die Feuerwache als als militärischer Stützpunkt gilt. Aber kann ja uns auch egal sein. Oh, noch eine Wasserflasche. Na, zwei brauche ich aber nicht. Ach, jetzt habe ich schon wieder zwei Zombies angelockt, Mann. Die muss ich jetzt halt bekämpfen.
habe ich sie falsch getroffen, so. Solange wir nicht bluten, ist alles im grünen Bereich. So die Frage. Oh, verdammt, wir bluten. Ich bräuchte mehr Bandagen. Deshalb ist es das Krankenhaus. Werden wir jetzt herausfinden. Denn da gehen wir jetzt hin, aber ein bisschen gucken, dass wir hier über den Zaun gehen. Da ist mir nicht ein Zombie, der da auf uns. What the fuck? Ah, das ist ein Kriegszombie. Gut. Ja, genau. Was für eine Akku-Range haben denn die? Akku-Range. Oder. What the fuck, da steht ein Bus. Hammer nice. Okay, eine Waffe ist hier nicht, aber vielleicht können wir zum. Oh. Ach, da haben wir schon was zu essen. Eine Bandage. So, und das andere Zeug brauchen wir alles nicht. Take Bandage. Ja. Was hat wir hier noch in dem komischen Teil da drin? Makarov-Magazin. Ja, ja, die Makarov noch. Ja, der will da rein anscheinend. Wir gehen jetzt mal zu dem Bus und gucken mal. Oh fuck. So, wir steigen hinten mal ein. Was hält ihm denn? Also, was heißt denn das da oben? Reifen sind ein bisschen kaputt. Engine und Fuel. Okay. Light off. Backseat. Gear. Hat er irgendwas? Oh ja. Okay, das brauche ich jetzt aber nicht wirklich. Deshalb steige ich jetzt mal aus und. Naja, Mission Busreparatur, würde ich mal sagen. Ich geh mal hin und. Safe Bus, genau. Und wir sehen uns dann gleich wieder.